Am Fuße des Sentis liegt ein ganz besonders schöner Flecken Heimaterde, das Appenzeller Ländli. Liebliche Hügel und hohe Bergketten, durchzogen von Tälern und Schluchten, bieten ein Bild von einzigartiger landschaftlicher Schönheit. Wie hingestreut liegen die Bauernhöfe da, vereinen sich zu weiten Siedlungen und schmucken Dörfern. Ein eigenwilliger Menschenschlag hat hier die Liebe zum Althergebrachten bewahrt. Sein ausgeprägter Sinn für das Schöne, seine Treue zur Tracht. Der Appenzeller ist Individualist geblieben. Seinen Hof umgibt er mit einem Lattenzaun. Er nennt ihn Hemet, seine Heimat. Ebenso zäh wie der Appenzeller vor Jahrhunderten seine Freiheit und Unabhängigkeit erkämpfte, bleibt er den überlieferten Sitten und Gebräuchen treu. Nirgends hat die Landsgemeinde ihren alten Charakter so unverfälscht bewahrt wie im Appenzellerland. Angetan mit dem Sonntagsstaat, den ererbten Degen in der Hand oder das Seitengewehr umgeschnallt als einziger Stimmausweis, kommen sie von der hintersten Heimat, um auf dem Platz als Souverän ihre Entscheidung zu treffen. Feier- und Ehrentag des Volkes und seiner Landesherrschaft. Erstlich wird der Landammann gewählt und vereidigt. Dann soll das Volk schwören. Im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit. Amen. Wir können zum Wahl vom Präsident und der übrigen Mitglieder vom Kantonsgericht. Feierlich und würdig fügt sich der Appenzeller einer höheren Ordnung. Durch Handerheben bekundet der Stimmbürger offen seinen Willen über die Führung der Staatsgeschäfte. So wird die Landsgemeinde zur klassischen Stätte einer wahren Demokratie. Sie führt zur Ordnung in der Freiheit, zur Achtung in der Gemeinschaft. Die eigenständige Bauernkultur verleiht dem Bergland am Alpstein ein festtägliches Gepräge. Die Geräte für die Arbeit bedeuten hier mehr als nur Gebrauchsgegenstände. Die Vorliebe der Sennen gilt den hellen, reich verzierten Holzgeschirren. Auch die Frauen beweisen ihren Kunstsinn mit der feinen Handarbeit bei der weltberühmten Appenzeller Handstickerei. Die überlieferte Bauernmalerei findet immer wieder neue Anhänger. Träfe Beobachtungen halten in naiver Darstellung das einzigartige Sennentum fest. Traditionell sind die Motive des appenzellischen bäuerlichen Kunsthandwerks. Immer neu ist die Liebe, mit der sie dargestellt werden. Es gilt als Ehrensache, ein besonders kunstvoll gearbeitetes Geschöll sein eigen zu nennen. Der aufeinander abgestimmte Dreiklang der Treicheln gibt der Alpfahrt ein festliches Geleit. Willig folgt die Herde dem Ruf zum Aufbruch.
Jedes Tier kennt den Klang der Schellen, ihr Geläut bedeutet den Beginn eines langen, fröhlichen, aber auch arbeitsreichen Alpsommers. Um eine segensreiche Zeit zu erbitten, stehen die Sennen zusammen zum Schalleschötte und Saure. Das Bergmassiv des Alpsteins beherrscht das Landschaftsbild. Der Ruf des Appenzeller Braunviehs ist weit über die Landesgrenzen gedrungen. Aus den würzigen, natürlich gewachsenen Gräsern und Kräutern der alten Welt entsteht eine Milch von besonderem Gehalt. Eine der schönsten Arbeiten für den Sennen ist das Käsen. Es beruht auf einer jahrhundertealten Tradition. Sobald die Milch die richtige Temperatur erreicht hat, gibt der Käser das Lab bei. Die Milch gerinnt und wird bei schonender Behandlung zu Millionen von Käsekörnern geformt. Gleichzeitig scheidet sich die Molke von Käsestoff und Fett. Es braucht viel Erfahrung, um den rechten Zeitpunkt zu erkennen, zu dem der Käse ausgezogen werden muss. Nun braucht nur noch die restliche Molke ausgepresst zu werden. Um den jungen Käse längere Zeit zu lagern und zu behandeln, fehlen auf der Alp Zeit und Platz. Die Krempler, die ansässigen Käsehändler, holen die Laibe ab und bringen sie zu Tal. Die zunehmende Beliebtheit des Appenzellers bewog viele Talkäsereien, diese Spezialität herzustellen. Grundlage für seine Herstellung ist eine Milch von besonderer Güte. Käser, Käsereiinspektor und Milchlaboratorien überwachen die Anlieferungen. Sauberkeit und Gesundheit der Milch sind oberstes Gebot.
Täglich zweimal bringen die Bauern die Milch zur Käserei. Verantwortungsbewusste Zusammenarbeit von Bauern und Käser ist Voraussetzung für die Herstellung von hochwertigem Käse. Auch bei zunehmendem Mechanisieren der Arbeiten bleibt das aufmerksame Überwachen aller Fabrikationsvorgänge durch den Käser von entscheidender Bedeutung. Die Käsemasse wird in Tücher eingeschlagen und in Formen gepresst. Damit der Käse lagerfähig wird, werden die jungen, noch weißen Laibe zwei Tage ins Salzbad gelegt, bevor sie zum weiteren Behandeln in den Käsekeller gelangen. Hier beginnt die fachkundige Arbeit des Käsehändlers, von der die Qualität, der besondere Geschmack und das Aroma des Appenzellerkäse weitgehend abhängen. 5 bis 6 Monate lang werden die Laibe in mühevoller Arbeit jeden zweiten Tag aus der Bankung genommen, gewaschen und gekehrt. Die nach überliefertem Rezept aus Weißwein, Pfeffer und verschiedenen Gewürzen bereitete Sulz gibt dem Appenzeller seinen unnachahmlichen Geschmack. Großräumige, klimatisierte Käsekeller dienen der monatelangen Behandlung und Lagerung der Käse. Gestrenge Fachleute prüfen die Qualität, bevor der Käse zum Kunden kommt. Als kontrollierter Markenkäse findet er dank seinem typischen Aroma und seiner feinen Beschaffenheit Liebhaber im In- und Ausland. Das Wappentier der Appenzeller, der aufrechte Bär, steht im Mittelpunkt des Signetes der Geschäftsstelle für Appenzellerkäse. Dieses Symbol bürgt für Echtheit und Qualität. Im Ausland, wie bei uns, erfreut der Appenzeller mit seinem vorzüglichen Aroma viele Feinschmecker. Käseschnitten sind im Restaurant ebenso schnell und einfach zubereitet wie in der eigenen Küche. Wegen seiner leichten Schmelzbarkeit und seinem würzigen Geschmack ist der Appenzeller auch für das Fondue geeignet. Die neuzeitliche Entwicklung in der Lebensmittelvermarktung wurde auch beim Appenzellerkäse nicht unbeachtet gelassen. Für den Haushalt wird er portioniert und vakuumverpackt geliefert. Abgewogen und preisetikettiert ist er in allen guten Fach- und Lebensmittelgeschäften erhältlich. Was die Hausfrau interessiert, ist vielleicht ein Käsesalat oder eine andere Spezialität, die das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Aber nicht nur im Familienkreis und im Restaurant hat der Appenzeller seinen angestammten Platz. Auch im Flugzeug, im Speisewagen oder im schwimmenden Hotel ist er als Leckerbissen geschätzt. So lebt man am Fuße des Alpsteins, dem Herkunftsland der feinen Käsespezialität, einfach und zufrieden und ist stolz auf die bodenständige Kultur, die sich in der Lebensart, in der Musik und im angeborenen Frohmut als unverkennbar appenzellisch behauptet.